Guten Tag, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Ich befinde mich hier in Lützelfen. Mein Nachbarort, wo ich wohne. Meine Wanderung führt mich jetzt zuerst zur Ruine Brandis, dann über die Eck nach Affoltern zur Schaukäserei. Dort habe ich im Sinn Mittag zu essen und dann geht es weiter nach Sumiswald, wo momentan mein Onkel ist. Ein schönes Dorf. Und da vorne noch die Kirche. Jetzt geht der Wanderweg in die Höhe. Zuerst hier oben zu diesem Wald da. Und dann geht er hier oben durch. Und die Ruine Brandis, die ist da hier vorne in diesem Wald drin. Da. Jetzt habe ich mal einen Rundumblick. Hier werde ich jetzt links abbiegen. Und da oben soll auch noch eine Burgstelle sein. Die Burgstelle Geinisberg. Da gehe ich jetzt aber nicht hoch. Und seht jetzt schon mal den Ausblick, den ich da habe. Das Emmental hoch. Und da unten Lützelflü, Goldbach. Goldbach ist mehr auf der linken Seite. Und da, diesem Wald entlang, geht jetzt mein Wanderweg. Es wird heute ein sehr heißer Tag werden. Die Meteorologen haben über 30 Grad. Vorausgesagt, es könnte sogar sein, dass ein Rekord heute wieder gebrochen wird in Basel. Dort wurde 1912 32,8 Grad gemessen. Und es ist gut möglich, dass heute noch wärmer wird. Das da hinten ist übrigens der Goldbachgraben oder der führt nach Obergoldbach. Das ist da ganz, ganz hinten da. Und dort, ja, wahrscheinlich sogar mehr auf dieser Seite. Und dort bin ich aufgewachsen. Und jetzt wieder quasi in die Heimat zurückgekehrt. Da hier befinde ich mich jetzt bei der Jeremias Gotthelf Gedenkstätte. Ein sehr berühmter Emmentaler Dichter. Das ist der Platz davor. Und da der Ausblick.
Guten Tag, liebe Wanderinnen und Wanderer. Ich befinde mich hier bei der Jeremias Gotthelf Gedenkstätte. Das war ein sehr berühmter Dichter hier im Emmental. Es gibt auch etliche Filme von ihm. Ich habe bis hier schon ziemlich einen großen Aufstieg hinter mir. Gestartet bin ich in Lützelflü, Goldbach, meinem Wohnort. Gehe jetzt zur Ruine Brandis. Die befindet sich oberhalb von Lützelflü. Dann weiter über die Eck nach Affolten. Dort werde ich mal die Schaukäserei besuchen und wahrscheinlich auch etwas zu Mittag essen. Von dort geht es dann weiter nach Sumiswald, wo ich noch einen Besuch machen werde. Ja, wenn es euch interessiert, wo die Wanderung genau durchgeht, begleitet mich doch einfach. Es wird bestimmt eine sehr interessante und abwechslungsreiche Wanderung. Geht es da durch diesen Wald hoch? Das tut gerade gut, weil draußen ist es doch schon ziemlich heiß. Jetzt habe ich wieder einen fast flachen Weg. Da im Wald. Oh, ich habe schon zu viel vorausgesagt. Da geht es jetzt wieder ziemlich steil hoch da vorne. Ich muss ja noch weiter hoch. Jetzt sieht man wieder unten, wo ich gestartet bin. Hier bin ich hochgekommen, hier durch diesen Weg. Und das da ist Lützelflü, Goldbach. Und, ist noch ein bisschen schwierig auszumachen, da hinten wohne ich. Und da ist wirklich ein schöner Weg. Der steile Ausstieg hat sich gelohnt. Oh, da sind noch Lamas. Die haben auch Eis. Hey. Ja, da geht es doch ziemlich steil wieder runter. Aber es ist doch ein recht guter Weg. Ja, diese Treppe runter. Und unten ist auch die Straße, die man nehmen könnte. So, jetzt geht es da am Hang entlang. Da hat es noch altes Holz.
Und da ist noch ein schönes Gras. Von daher bin ich jetzt gekommen. Da gehe ich weiter hoch. Das war nicht der offizielle Wanderweg jetzt, weil der geht eigentlich hier durch und führt dann nach Hasli-Rüegsau. Das will ich ja nicht. Und hier geht es jetzt hoch zur Ruine Brandis. Da steige ich jetzt mal hoch. Da oben stand also die Burg. Man sieht nichts mehr. Was man da unten, wo man die Kirchenglocke hört. Wow. Und da geht es noch weiter hoch. Jetzt habe ich zwar das meiste geschafft, und hieran ist es nicht mehr schlimm. Da unten, dieses Sträßchen, bin ich hochgekommen. Und da schönen Blick bis zur Stockhornkette. Und da vorne das Biggental hoch. Und in diese Richtung sieht man Eigenmönch und Jungfrau. Ganze Alpenkette. Da bin ich wirklich auf der Eck. Und da vorne noch eine schöne Linde. Und was habe ich? Schon den ersten leichten Regen. Er hat ja für heute später Gewitter gemeldet. Aber jetzt, fängt halt schon jetzt an. Aber ich habe das Gefühl, diese Wolke verschwindet dann wieder. Da, ein Blick zur Emme runter. Und das Emmental hoch. Geht dann da mehr links. Und auf der rechten Seite dieses Tal hoch geht Richtung Condolfingen-Bern. Und da die mächtige Linde. Da glaube ich, mache ich einen kurzen Halt. Und hier noch einen Ausblick über die weiten Hügel. Da wieder einen Blick ins Emmental runter.
Und da oben geht es zum Glück wieder in den Wald. Es ist schon ziemlich heiß heute. Vorher ja noch ein kurzer Regen. Aber ich musste mich nicht anders anziehen. Und da noch ein Blick zurück Richtung Stockhorn. Ein ganz schöner Rastplatz. Den umgehe ich jetzt zwar. Und da geht es immer noch bergauf. Auf einer geteerten Straße. Das habe ich nicht so gern. Ich habe lieber Wege, die natürlich sind. Natürlich am liebsten Trampelpfade. Mir gefällt es immer besser. So schön. Auch wenn es noch immer hoch geht. Und dann erst noch an der prallen Sonne. Aber wenn man hier wohnt, ist man solche Sachen gewohnt. Ich habe wieder schon fast einen Höhenpunkt erreicht. Da vorne, da hier vorne, da ist die Eck, der zweithöchste Punkt von heute. Interessante Ferienwohnung. Mit einer grandiosen Aussicht. Eigenmund und Jungfrau. Und auf dieser Seite rüber das Stockhorn. Ich glaube, heute bin ich jetzt auf der zweithöchsten Stelle von meiner Wanderung. Das ist sehr weit. Das ist also die Eck. Ja, das Emmental mit den vielen Hügeln. Es geht wirklich immer nur auf und ab. Wie gesagt, ich bin jetzt schon ziemlich trainiert. Ich habe auch im Jura einen steilen Weg schon gemacht. Und da gewöhnt man sich dann rasch daran. Endlich habe ich wieder einen schönen Single Trail. Ich habe das viel lieber als diese Straßen, weil auf der Straße wird man viel, viel schneller müde als auf diesen schönen Wegen hier.
Jetzt sieht meine Umgebung auch schon wieder ein bisschen anders aus. Und da vorne muss ich wieder diesen kleinen Weg hoch. Von da komme ich jetzt her. Und da ist wieder ein schöner Weg. Endlich weg von den Straßen. Da unten habe ich den Weiler Schaufelbühl. Oh, wie schön im Schatten. Es ist sehr heiß. Komme ich vorne bei dieser Linde vorbei und dann geht es dort zu diesem Wald hoch, da hier, diesem Waldrand entlang. Ja, nochmal einen Blick zurück. Und einen Blick nach vorne. Heute sind sehr wenige Wanderer unterwegs. Bis jetzt ein Ehepaar getroffen. Und da vorne kommt auch noch jemand. Ich glaube, es ist einfach vielen zu heiß. Da ist wieder ein kleiner Aufstieg, den ich jetzt schon fast überwunden habe. Da. Nochmal einen schönen Ausblick. Übrigens, da vorne, da bin ich durchgekommen. So, jetzt geht es da noch der Rest bergauf, aber das ist nicht mehr schlimm. Da vorne sieht man Sumiswald und das ist auch mein heutiges Etappenziel. Aber ich mache jetzt noch einen Bogen und gehe noch nach Affolten. Ich habe großen Appetit und möchte dort jetzt dann noch etwas essen. Und dann gehe ich nach Sumiswald. Da wäre wieder ein schöner Rastplatz, sogar unter Dach, wenn es regnen sollte. Und die Aussicht ist natürlich fabelhaft von da oben. Da der letzte Berg, wo man da sieht, ist den Niesen. Ich mache jetzt wieder mal eine Rundumsicht. Da oben, da komme ich mir fast so vor, wie ich in Holland wäre. Schön flach. Aber dann auf beiden Seiten geht es ziemlich steil runter. Da ganz am Horizont sieht man noch den Bantiger. Das ist der Sendeturm. Oberhalb von der Stadt Bern. Hört einmal das Summen. Und alles Bienen, die hier an der Arbeit sind.
So schön diese Randstreifen. Ganz, ganz viele Bienen hat das da. Und hinter diesem Hof, noch ein bisschen weiter oben, haben wir die höchste Steigung von heute. Und noch immer auf diesem Plateau oben. Alles flach. Den höchsten Punkt habe ich überschritten von heute. Da unten sieht man schon Affolten, mein erstes Etappenziel. Und ganz im Vordergrund der Jura. Heute habe ich wirklich eine sehr gute Weitsicht. Nicht so wie das letzte Mal. Und da ist noch eine Bank. Aber ich ziehe jetzt durch, weil da unten ist ja mein Ziel. Mein erstes Ziel, besser gesagt.